Put off that mask of burning gold with emerald eyes. It was the mask engaged your mind, not what's behind. Wer war Plotin, einer der Hauptvertreter des Neuplatonismus, und was sind seine zentralen Thesen? Plotin lebte von 205 bis 270 unserer Zeitrechnung. Er wurde wahrscheinlich in Ägypten geboren und gehörte der dortigen hellenistisch geprägten Oberschicht an. Mit hellenistischer Prägung war gemeint, dass diese Oberschicht teils durch persönliche Kontakte, teils durch berufliche Kooperationen, teils, und dies in einem sehr starken Maße, aber auch durch die intellektuelle Nähe zu griechischen Klassikern, eine Bildung hatte, die sehr stark von den großen Denkschulen des Platonismus, des Aristotelismus und der Stoa geprägt war. Als Mitglied der hellenistisch konditionierten Oberschicht war für Plotin ein gewisser Lebensweg gleichsam vorprogrammiert. Er studierte an der großen Universität von Alexandria bei einem griechischen Philosophen namens Ammonios Sakkas. Ammonios Sakkas selbst hat keine Schriften überliefert, doch seine Schüler, die Werke konserviert haben, sagen aus, dass er großenteils platonische Gedanken übermittelt hat. Plotin lernte also an der Universität von Alexandria durch Ammonios Sakkas platonisches Gedankengut kennen. Das war nicht außergewöhnlich für die Bildungsbeflissenen dieser Zeit, denn die Philosophie im 3., auch noch 4. und 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung war sehr stark eine Adaptation platonischer Gedanken. Doch sie war auch mehr als das. Neben dem Platonismus gab es Gedanken der Vorsokratiker, Gedanken der Kyniker, Gedanken der Aristoteliker und Gedanken der Stoa, die zusammen mit den platonischen Grundideen ihre Berücksichtigung fanden. Es fand hier im 3. Jahrhundert eine Art Gesamtsicht auf die antike griechische Philosophie mit ihren unterschiedlichen Denkrichtungen und den prominentesten Vertretern statt. Was Plotin also erlernte in seiner Zeit als Student, war nicht griechische Philosophie, sondern die griechische Philosophie in ihren Hauptströmungen. Er ging nach Rom, wo er seine eigene Philosophieschule entwickelte. Rom war seinerzeit ein sehr bewegtes und dramatisches Umfeld. Plotin hatte im Zuge seines Lebens 14 Kaiser kommen und gehen sehen. 12 davon fielen einem tödlichen Unfall, einem Putsch oder Attentat zum Opfer. Das Geld war zeitweise wenig wert, es gab Inflationen, es gab Handelskriege, es gab große Unruhen an den äußeren Enden des Römischen Reiches. In dieser aufgepeitschten sozialen Zeit hatte die Philosophie erstaunlicherweise einen hohen Stellenwert. Plotin, wie viele andere Philosophielehrer, hatte seine Schule in Rom auf dem Wissen der griechischen Schulen, namentlich des Platonismus, aber auch anderer Schulen gegründet. Und da er nicht amtlich besoldet war, wie es die wenigsten waren, so lebte er von dem, was seine Schüler ihm zukommen ließen. Bis ans Ende seines Lebens stand Plotin in hoher Gunst bei seinen Schülern. Seinen Lebensabend verbrachte er auf einem Landgut in Kampanien. Die hohe Achtung, die seine Schüler, namentlich auch sein Schüler Porphyrius, der später seine Werke in Form der Enneaden, Neunergruppen von Schriften herausgegeben hat, für ihren Lehrer hatten, gründete sich auf zwei Eigenschaften Plotins. Plotin war ein Lexikon der Gelehrsamkeit. Sein Wissen über antike Philosophen, insbesondere die großen griechischen Denker, kann mit einer Art lebendigem Wikipedia verglichen werden.
Plotin mit seiner umfassenden Schulung im Platonismus, im Stoizismus, im Aristotelismus, bei den Vorsokratikern, war ein außergewöhnlich inspirierender und kenntnisreicher Lehrer. Dazu kam ein weiteres, sein Charakter. Plotin wird von seinem Schüler Porphyrius, der eine Biografie seines Lehrers verfasst hat. Es ist eine der seltenen Momente, dass wir eine vollständige Biografie über einen antiken Philosophen haben. Er beschreibt ihn als einen liebenswürdigen Menschen, der sehr stark an dem persönlichen Wachstum und am psychischen Gleichgewicht seiner Schüler interessiert war. Philosophie im 3., 4. Jahrhundert war noch sehr stark Persönlichkeitsschulung, mehr als bloße Wissensvermittlung. Und so konnte der überaus kenntnisreiche Lehrer Plotin auch durch seine einfühlsame, empathische und weltmännische Art bei seinen Studenten in ein großes Ansehen kommen. Dazu kam, dass Plotin selbst mystische Erfahrungen machte. Porphyrius berichtet, dass er mindestens zweimal eine Entrückung erlebte, die ihn in einem Trancezustand teils völlig aus dieser manifesten Welt und ihren erkenntnisbezogenen Zusammenhängen entrückte. Plotin wird oft auch als ein antiker Mystiker beschrieben, und doch ist seine Philosophie keine theologische, fideistische Philosophie, sie ist nicht an einen konkreten Glauben gebunden. Was sind die Kerngedanken von Plotin? Für Plotin gibt es, ähnlich wie für Platon, die Ideen als Urbilder alles Seienden. Das Seiende ist ein Abbild des Urbilds Idee. Die Ideen selbst sind außerhalb von Raum und Zeit ewig unveränderlich und sie erschöpfen sich nicht in der Spiegelung durch Abbilder. Bei Platon gibt es eine Hierarchie der höchsten Ideen, das Gute, das Wahre und das Schöne. Plotin überformt diese Hierarchie und sieht zuletzt nur das höchste Sein in dem einen Sein, das Hen-On, das keine Attribute mehr zur Beschreibung ermöglicht. Denn dieses eine Sein fasst alles Eigenschaftliche in sich, ist aber oberhalb der Eigenschaften. Und das bedeutet, dass für Plotin die Kosmogonie, also die Weltentstehungslehre, nicht in irgendwelchen höchsten Ideen ihren Ausgang nimmt, sondern in der einen zentralen höchsten Idee, die alles Geistige in sich schließt. Diese eine Idee entwickelt sich über drei Zustände, das Bewusstsein und die Seele. Wir haben die drei Zustände, das eine Sein als solches, die Entäußerung des einen Seins in das Bewusstsein, in den Geist, Plotin sagt Nous, der Geist, und eine weitere Entäußerung in die Seele, Plotin sagt Psyche. Diese drei Zustände, das eine Sein, Hen-On, das Bewusstsein, der Geist, der Nous, und die Seele, Psyche, werden auch genannt drei Hypostasen. Die drei Hypostasen oder Zustände existieren aber nicht nacheinander, wie eine zeitliche Abfolge, gestern, heute, morgen, sondern sie existieren gleichzeitig. Das ist ein Part von Plotins Lehre, der schwer zu verstehen ist. Denn für Plotin gibt es eine dreiteilige, rein geistige Vorschöpfung, die noch nicht manifest ist. Diese drei Hypostasen, das eine höchste Sein, das Bewusstsein, der Geist und die Psyche, existieren gleichzeitig vor Raum und Zeit. Erst nach Raum und Zeit als zusätzlichen Dimensionen existiert die Materie. Auch in der Materie ist Seele, Bewusstsein und das eine Sein enthalten, aber ohne sich in den materiellen Dingen zu erschöpfen. Für Plotin ist der Prozess der Entäußerung des Seins, des einen Seins über Bewusstsein, Psyche in die Materie, man nennt diesen Prozess auch Emanation,
Ein Prozess, der auf den drei höchsten Stufen, immateriell, gleichzeitig und vorräumlich abläuft. Zeitlichkeit, Räumlichkeit und damit auch Vergänglichkeit kommt erst in der vierten Stufe, der Stufe der Materie, hinzu. Diese Vorstellung, das Grundgerüst des sogenannten Neuplatonismus, ist eine Einheitsmetaphysik. Aus der Einheit stammt alles, in die Einheit kehrt auch alles zurück. Das Universum ist für Plotin wirklich das in eins gekehrte Universum. Doch eine Frage lässt sich hier natürlich stellen. Warum gibt es überhaupt nicht nur das eine, sondern auch eine manifeste Welt, deren Existenz ja auch Plotin oder der Neuplatoniker im Allgemeinen nicht leugnen kann? Plotins Erklärung für das Warum der Emanation ist folgende. Für Plotin ist alles, was lebt, mit einer Wirkung versehen. Alles Lebende hat eine Dynamik. Je mehr Leben etwas hat und je mehr Qualität etwas hat, umso größer ist die ihm innewohnende Dynamik. Da für Plotin nun das eine Sein, das Hen-On, die höchste Idee, auch das meiste Sein hat und zugleich das wertvollste, das qualitativ hochwertigste Sein, so ist es auch zugleich mit der stärksten Dynamik belebt. Das eine Sein entäußert sich, weil es ihm immanent ist, sich dynamisch mitzuteilen. Deswegen gibt es nicht nur das eine Sein, sondern eben diese dynamische Stufenfolge über das eine, das Bewusstsein, den Geist, die Psyche bis hin in die Materie. So ist für Plotin die Schöpfung oder das Seinsgeschehen, neutral ausgedrückt, zu beschreiben. Und diese Stufenfolge ist nicht nur Kernidee des Neuplatonismus, sondern auch eine lebendige Inspiration für die Mystik, die Mystiken verschiedener Religionen, den deutschen Idealismus und für sehr viele mystische und magische Bezugssysteme heute.